Schauen wir uns noch ein Video von Greta im Kopf an. Sie haben einen zweiten Teil hochgeladen oder einen dritten Teil. Tourette bestimmt 24 Stunden Tims Alltag. Tim bekommt die Haare gefärbt. Jetzt ja auch. Okay, los. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf unserem YouTube-Kanal. Ich befinde mich gerade beim Jan. Er weiß nicht, was... Was machst du? Abgekotet. Ey, es ist auch weird. Sitzt dann auch teilweise Jan auf dem Klo und schreit dann rum, ich bin am Koten. Oh, ist wieder geil. Schmeißt du mein Essen weg? Weil du fett genug bist. Was soll das? Ich wollte das. Wenn auch. Ich du wäre, würde ich jetzt sagen, ich bin fett. Er hat gesagt, es geht los. Auf. Ich bin fett. Ich wollte gerade dazu kommen, was wir heute drehen. Wir drehen nämlich Jan bestimmt 24 Stunden lang meinen bzw. unseren Alltag. Meistens ist es ja nur mein Alltag. Gisa freut sich schon wieder. Ja. Hey, es hat diese Pferdemaske auf dem Kühlschrank drauf, oder was? Geil. Auf jeden Fall kam der letzte Teil ja mega gut bei euch. Du machst jetzt eine Insta-Story und fragst deine Abonnenten, ob du meine nächsten Rotweingläser bezahlen wirst. Muss ich das jetzt echt? Du musst es. Ja, wenn die meisten Ja sagen, kaufst du mir 4 Rotweingläser, weil ich brauche die. Ja, dann halt mal. Ich brauche die. Ja, halt mal gerade die Kamera. Ja, das lohnt sich für mich. Ich muss jetzt die Story machen. Du machst jetzt die Story. Und schön freundlich. Ja, okay. Hey Leute, ich habe mich gerade dazu verdonnert, euch zu fragen, Jalla. Ich Jans nächste Rot-Weiß-Gläser. Tut mir leid. Kauf sie mir, du Schlampe. Einfach hier ab. Okay, bist du jetzt zufrieden? Ja, das gibt mir Befriedigung. Weil das letzte Mal so gut bei euch angekommen ist und wir... Oh, hat Jan da miesen Sonnenbrand vorne drauf, oder was? In Frankreich gelandet sind tatsächlich, dachten wir probieren einfach dieses Mal nochmal aus, wo wir jetzt landen werden. Weißt du, wo du landest? Du gehst jetzt runter in meinen Kellerraum und holst mir einen Aufzugskarton. Ein Aufzug? Ein Aufzug? Ich brauche das für meine leeren Bierflaschen. Muss ich jetzt echt runter in den Keller gehen? Nach ganz unten geradeaus durch die weiße Tür durch einen Umzugskarton. Hier hinholen. Ja, aber ich weiß doch gar nicht, welcher Keller dir ist. Der mit den Umzugskartons. Dann mache ich das mal. Wirklich ein. Du machst das ohne Schuhe. Wieso ohne Schuhe? Okay, Kompromiss mit einem. Was soll das für ein Kompromiss sein? Siehst du beide aus. Ja, jetzt gieß aber schnell überreden hier. Ich kann dann auch beide ausziehen, das macht doch gar keinen Unterschied. Wenn du möchtest. Ja, ich zieh einen aus. Ich erkläre dir kurz, wo es entlang geht. Eigentlich sollte Gisela unseren Alltag bestimmen und nicht nur meinen. Weißt du das? Juppi! Weißt du, was da noch für Geziefer rumläuft? Nein, was? Jetzt! Willst du es nicht wissen? Ich hab weiße Socken an. Deswegen mache ich das doch. Ja, ich gehe ja schon. Ich will den Umzugskarton. Ja. Einen. Wow. Alter. Spannend. Was ist das bitte für ein Keller? Hier riecht's wie in einer Tropfsteinhöhle. Ah, jetzt das riecht aber auch nicht so gesund, ne? Das ist Rheuma fördern und so. Nehmen wir mal den hier mit. Einmal wieder am Start. Ich finde ich einen Spinnen. Ich kann nicht mehr. Das ist mein Lieblingsformat. Warum denn so? Alles okay? Jetzt will ich Gläser haben. Hast du schön gemacht. Du alte Dirne. Sitz. Ja, ich sitze. Deine Frisur ist hässlich. Wieso ist meine Frisur hässlich? Du hast sie mir selber geschnitten. Du bist hässlich. Was ich mich auch gerade frage, ist Dirne eigentlich auch werbeunfreundlich von YouTube? Weil Dirne heißt eigentlich nichts anderes wie das S-C-H-L-A-M-P-E-N-Wort. Eigentlich das gleiche. Ich färb dir die Haare wie ein Aria. Ich färb mir jetzt nicht die Haare. Du färbst dir die Haare. Rot und blond. Hellblond, wasserstoffblond. Ich soll mir die hellblond färben lassen. Wasserstoff. Ey, das mache ich nicht. Ich hab gesagt, du machst das, du wirst es tun. Also nach Frankreich fahr. Wasserstoffblond. Aber auch so, dass es wieder rausgeht, ne? Nein, natürlich permanent. Das muss geblichen werden, bis hier von dem Braun nichts mehr übrig ist. Genauso meine ich das. Und am besten lässt das am besten professionell machen, damit das auch wirklich hält. Und natürlich bezahlst du das selber. Also ich meine, das versteht sich ja von selbst. Ich finde das doch mal toll. Also nach Frankreich fahren war ja eine Sache, ne? Und dass du mir die Haare geschnitten hast auch, weil das wächst ja wieder nach. Aber so eine Tönung, ja, aber die hält doch voll lang. Ja, und wächst dann wieder raus. Eine Tönung ist ja nur für ein paar Tage. Aber ich meine eine Färbung, eine richtige Ausbleichung. Ich bin übrigens morgen beim Friseur. Kannst du eigentlich direkt mitkommen? Also meine werden nochmal rot nachgefärbt. Ach, sie will es halten. Ach, stimmt, mal mag Gisela oder Jan die Frisur so rot. Will sie das so lassen dann, ne? Du kommst wie Katja Krasavice. Oh, mein Fuß ist eingeschlafen. Ah, wach auf.
Ah. Ah. Fuß ist eingeschlafen, ich mag das gar nicht. Wenn wir das im Handy gucken hier. Selfie, Leute. Ah, Fuß eingeschlafen. Brody ist mega dumm. Dankeschön. Dankeschön, Tatia Kergiani, für dieses wunderschöne Kommentar. Für diesen wunderschönen Kommentar. Brody ist mega dumm. Dankeschön. Dankeschön, sowas habe ich jetzt gebraucht, jetzt, wie ich ja gerade leide. Danke. Gut. Die ist doch blond. Ja, eben. Und du wirst ab morgen auch blond sein. Hellblond. Geil. Boah. Können wir nicht irgendwie nochmal nach Frankreich fahren oder so? Nein, das ist abgehakt. Dann nach Spanien. Das sieht bestimmt gut Vielleicht aus. Vielleicht später ehrlich, noch. Welche Aufgabe macht dir gerade mehr Spaß? Die oder die mit Frankreich? Die hier. Und wisst ihr was bei Frankreich? Das war ein illegaler Grenzübertritt. Das hier ist legal. Baguette. Also, Baguette. Soll ich das machen, werdet ihr dieses Video sehen. Sollte ich es nicht machen, werdet ihr es Du wirst das machen, selbst wenn es keine Sau sieht. Vor allem, sagt er in die Kamera, wenn ihr das Video seht, werdet ihr es machen. Wenn ihr es nicht seht, werdet ihr es nicht machen. So, hey, wie sagt das in die Kamera? Wäre das doch, ey? Sei froh, dass ich nicht gesagt habe, dass du dir deine Iris ausbleichen lässt. Meine Iris? Was? Deine Iris. Nein, also was Augen und so angeht, ist echt zu viel. Du bist ja eh vom Blind, von daher ist das egal. Ausbleichen? Kann man sich die Iris ausbleichen lassen? Also dass man gar keine Farbe mehr am Rücken hat? Also dieses Regenbogen-Dings, kann man das wegmachen? Dass es komplett weiß ist? Geht das? Bist du schwanger? Bestimmt. Nein, aber du siehst aus wie schwanger. Du hast auch eine Milchbildung, deswegen wird es hier so fett. Doktorspieler! Illuminati Detector! Aha. Ja, es ist also jetzt um die Uhrzeit schwierig zu färben, aber der nächste... Und danach musst du dir ein Ohr abschneiden. Und nein, ich schneide mir kein Ohr ab. Du schneidest dir das ab und du isst es, ich filme es. Sei keine Muschel, du hast schließlich zwei Ohren. Ich mag es, dich zu quälen. Überweis für 85 Euro für den Handwerker morgen früh. Nein! Jetzt! Sofort! Warum soll ich jetzt deinen Handwerker bezahlen? Das muss montiert werden. Welcher Potsau ist so häufig dagegen gelaufen? Du wirst es reparieren. Ich bin da... Die Garderobe kommt dran, die Spiegel, mein Weinregal und du hast ja auch schon die Gläser gekauft. Ich soll dir 85 Euro überweisen. Von mir aus doch morgen. Hast du wenigstens das Licht im Keller ausgemacht? Ja. Aber wie gesagt, auch so großzügig ist von mir aus auch morgen. Ah, okay. Sicher? Ja. Wenn ich du wäre, würde ich nochmal runtergehen Nein, und nachsehen. Nein, das mach ich nicht. Du gehst runter. Nein, ich guck jetzt nicht nochmal unten. Du gehst gucken, ob das Licht aus ist. So, guck, ich hab's dir überwiesen. Hast du deinen Handwerker auch bezahlt? Ja. Danach kannst du da oben filmen, wird auch die Lampe richtig befestigt sein. Zudem hängt dann das Weinregal, wo dann die neuen Weingläser reinkommen und die Garderobe im Flur und die beiden Spiegel. Jetzt und den habe ich auch langsam mit der Lampe hier oben. Die hängt auch schon ein bisschen raus. Problem ist halt, dass die Lampe hier oben, es ist so Styropordecke, ist so ein bisschen, Styrodur vielleicht auch, keine Ahnung. Und dahinter ist erst die Wand. Das heißt, wenn man die Wand bohren muss, braucht man eine ultralange Schraube, dass die erstmal durch Styrodur durchgeht und dann erst in die Wand. Das ist unglaublich schwierig, hier rechts zu machen, deswegen hängt die auch so ein bisschen raus. Ja, das sieht echt kritisch aus mit der Lampe, ne? Das war selbstverständlich. Und jetzt checkt das Licht unten. Unten in der Dunkelheit, wo übrigens Ratten leben. Schneller, sonst hole ich die Peitsche. Ich muss schnell runter. Wo Ratten leben. Aus. Ein paar Osen später. Und das alles nur wegen YouTube. Ohne? Jetzt verabschiede ich mich von meinen braunen Haaren. Das war's jetzt. Hey, die sah kurz aus wie die Freundin von Sascha. Die, wie heißt sie, die, Paola Maria mit blonden Haaren irgendwie, von den Augen her. Bist du jetzt zufrieden? Ja, ey. Bin ich mal gespannt, was als nächstes für eine Aufgabe kommt. Ich auch, also. Viel heftiger kann es ja eigentlich nicht mehr werden. Ich meine, die Grenzen sind ja bis Russland jetzt auch alle offen. Das Auswärtige Amt sieht das anders. Dreh dich. Oh, ist okay, die ganze Zeit. Kannst du damit nicht aufhören? Ganz viel Spaß. Also ich hab mich mal so gefragt, was ist eigentlich, wenn mir das so gar nicht steht? Deine Haare? Ja. Das wird dir stehen, safe. Nicht? Ja, natürlich. Da muss ich mir die abrasieren. Ja, und? Das ist ja nicht mein Kopf. Hey, Quatsch, der kann einfach die Haare da rauflassen lassen, dann wachsen die wieder raus, fertig, Bums. Das sind nur Haare. Sei froh, dass du Haare hast hier, Mann. Undankbar. Das Schlimmste an der ganzen Sache ist, dass ich mir dieses Format ausgedacht habe.
Wir machen das häufiger ab jetzt übrigens. Nee. Weißt du, das erste Mal sind wir in Frankreich gelandet. Ich habe jetzt schöne Aussicht. Jetzt habe ich gleich blonde Haare. Was kommt als nächstes? Oh, ich find's ganz gut. Also es ist obendrauf noch ein bisschen ja, gelb. Ich glaube, das wird ja gleich noch gefärbt. Und wie fühlst du dich mit der neuen Haarfarbe? Ich hab's ja noch nicht gesehen, ich kann's nicht sagen. Keine Ahnung. Ja, geht eigentlich voll klar, oder? Alter, ich seh aus wie Eminem. Ja. Ja. Alter. Ja, aber es bleibt ja nicht so. Das muss nochmal blondiert werden. Der Premierenabend. Hä? Diese Eminem machen keinen Sinn. Oh, so Silber, so. Grau. Sieht schon cool aus. Also, wir kommen jetzt gerade vom Friseur. So rot und grau. Tim hat es tatsächlich durch. Genauso wie Tim die Haare hat, wollte ich es eigentlich auch machen lassen. Eigentlich. Und dann kam das Leben und hat mit der Faust mir ins Gesicht geschlagen und gesagt, fick dich. Meine Haare wurden ja einfach nur nochmal geschnitten und nachgefärbt ins Rote. Der liebe Tim sieht jetzt so aus. Hallo. Ist cool. Sagt mal bitte, wie ihr das findet. Seid mal wirklich ehrlich. Ich muss aber sagen, dass Tims Gesichtsform nicht so gut passt. Ja, eher silbergrau meine ich auch, ja. Also hätte Tim ein bisschen schmaleres Gesicht, würde es besser passen, glaube ich. Aber sieht gar nicht so schlecht aus, wirklich passt. Soll ich über eine Kette noch drum passen? Findet ihr das? Und Sebastian, sei mal dieses Mal ehrlich und hau nicht wieder irgendwas Gemeines raus, wenn du das beurteilst. Er hatte doch selber mal so einen Haarton, glaube ich. Ja, ist so. Also mir gefällt die neue Frisur von Tim mega gut. Ich bin dafür, dass er sie beibehält. Ja, danke an Gisela. Nicht zu danken. Die immer die besten Ideen hat. Nein! Hey, jetzt hat er so gesehen, ja, Gisela oder Jan, die Haarfarbe Bronze, wenn man es jetzt grob so nimmt, Bronze. Dann hat Tim Silber und dann fehlt noch Gold. Wer hat die Goldfarbe jetzt? Und wir hoffen, dass euch das ganze Video gefallen hat. Es war ja das zweite Mal, dass wir dieses Format gemacht haben. Ich persönlich liebe dieses Format. Ja, das merke ich. Das glaube ich dir auch. Ja. Ich musste zu dir in den Keller rennen mit einem Schuh. Das haben die Leute gesehen. Warum sagst du das nochmal? Ja, weil das so eklig war. Da war es voll dreckig und es hat voll gestunken. Das ist halt ein Keller. Hallo, und ich habe da auch schon mal eine Ratte gesehen. Lass ja, gerade in Köln. Daumen. Wir gehen jetzt auf jeden Fall noch was essen, Freunde. Ab ins Spanien. Schön einsaufen. Genau, bis dann. Rein, ihr Wichserchen. Ja, sehr gestaged hier das Foto gerade, aber ja. Ja, ist cool. War ein bisschen kürzer gefühlt mäßig. Ja, 10 Minuten 4. Ich finde es auch cool, YouTube hat ja die Regeln umgeändert. Das heißt, es gibt, jetzt kann man sogar schon 8 Minuten Videos mit monetarisieren. Das wird auch cool. Das heißt, es gibt keine gestreckten 10 Minuten Videos mehr, sondern 8 Minuten Videos gibt es auch schon. Also, nice. Nur eine Frage der Zeit, bis sich YouTuber daran gewöhnt haben. Weil hier zum Beispiel habe ich das Gefühl gehabt, dass das Video so ein bisschen gestreckt war. Weil das Video ging 10 Minuten 4, das halt über die 10 Minuten drüber geht. Und es kam zwischendrin ein bisschen langatmig vor. Wenn man so runterschneidet auf 8 Minuten, wäre es wieder knackig cool. Also ich finde es auch cool. Aber ja, ich sagen, genau.